Herzlich willkommen zurück hier und wo sind wir? Küste mit Fünfern im Gepäck. Ein Eu-Expe. Was hast du mir gestern was glaub, erzählt, was der Eu so besonders hat? Express. Ja, das Ja. ist toll, als die japanischen Heavy Tanks rausgekommen sind, dann ist das Ding auf Stufe 5 rausgekommen und konnte Tempo 50 fahren mit 200 Tonnen Kampfgewicht. Und ein normaler KV-1, der bringt das gerade mal auf 50 Tonnen. Das heißt, du bist mit Tempo 50 rumgefahren wie mit einem Porsche. Du hast ein Und Gewicht wenn du gehabt wie einen 50 gerammt hast, Tonnen dann LKW. sind sie alle runtergefallen wahrscheinlich. Du hast einfach alle aus dem Weg geschoben. Wenn einer da stand und um die Ecke schießen wollte, war es völlig egal. Du bist mit deinen 200 Tonnen einfach durch den durchgefahren und hast weiter auf die Gegner geschossen. Das war unglaublich witzig. Aber ich glaube, das gab es doch nur 3 Monate. Dann gab es da schon ein Patch und jetzt fährt das Ding nur noch 20, 23, sowas. Jetzt ist er langweilig geworden. Jetzt hat er Matilda-Tempo und ist riesengroß. Wo ist denn der eigentlich? Ist Boah, der hier da komme ich irgendwo rüber. drin? Und jetzt bergab. Da hinten drüben ist der Eu-Express. Hätte heben beim Runterfahren. Aber nur direkt hier. So, Eu-Express. Kann er nicht beschießen. Die 67. Pack, pack. Man hört schon die Art, wie überall. Aufklärungspunkte, so schön. Junge, bin ich schrott gegangen, aber richtig. 315 vom IKV 103 aus Schweden. Also das Bahngleis konnte ich nicht verteidigen. Das kann ich euch mit auf den Weg geben. Geht zwar mitten drauf, aber jetzt steht da das Wrack. Ja, richtig. Selbst schuld, wenn man die Matilda nicht mehr weiterspielt. Ne? Epic Skillshot war es vom DPE Clan. Grüße gehen raus, Junge. Ah, ich bin aufgegangen. Oh. Mich so bewegen, dass ich wenigstens ein bisschen eine Panzerung nutzen kann. Ein bisschen kurz warten, bis ich wieder versteckt bin. Komm schon, komm schon, komm schon. Der ist in einem Berg. Okay. Sehr schön, Kette zerstört. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch überleben, dann bin ich mit der Kampagne auch durch. Momentan sieht es auch gut aus. G1 Heavy. Naja, die Basis muss auf jeden Fall verteidigt werden, sonst kann Ja, ich und nicht die gewinnen. Artis sind auch im. Noch die Matilda dort drüben. Okay. Die ist auch weg.
Mach ich mal Richtung Mitte, mal gucken, ob ich da irgendjemanden aufdecken kann. We fix the track. Ich weiß nur noch, ich wollte gar nicht losfahren. Gut. Jawohl, haben wir so angepackt. Nein, ich überlebe. Ich hätte noch einen zerstören müssen. Ah, okay. Passt, das wäre die Zusatzaufgabe gewesen, aber egal. Gibt trotzdem ein bisschen Punkte. Kann es sein, dass wir gerade eine Serie haben? Das glaube ich schon. Nach 4 Siegen in Serie kriegst du auch ein super Kaufangebot von Wargaming, wo du dann Rabatt kriegst, wenn du für so und so viel Geld neue Panzer kaufen willst. Also das kann durchaus passieren. Will noch nicht zu viel versprechen. 4 Siege in Folge musst du haben. Wir haben jetzt 4 Siege in Folge, ne? Ja, du hättest mir das jetzt gesagt, wenn du es jetzt schon bekommen hättest. Mhm. Also hat das scheinbar noch nicht gereicht, aber wie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen. Es ist nicht ausgeschlossen. Dann nehme ich einfach den F30. Vielleicht wäre eine Schanze, dass der mir noch mal ein paar Credits verdient. Wollte noch was gucken, bevor wir da gehen. Nee, es gibt keinen besseren. Nee. Viel zur Garage. Bereit und Gefecht. Das war heute mal Mathilda. Dann wird es heute wahrscheinlich ein Mathilda-Tag hier. Und morgen habe ich vor, an frohen Leichnam, trotz Feiertag, auf Twitch wieder ein Livestream zu machen. Da weiß ich noch nicht wann, wie viel Uhrzeit. Ich wollte gerade sagen, bist du dann sogar schon früher online? Mal gucken. Nicht erst ab 23. Weiß ich nicht. Weiß ich, so. Es ist halt immer so die Zeit, wo ich dann auch mal Zeit habe mit meiner Frau mal was zusammen zu gucken. Ja gut, das stimmt auch natürlich schön. Auch wieder. Ja. Genau. Work-Life-Balance. Ja. Neue moderne Wort, ne? So. Mensch, schade. Keine meiner Lieblingskarten. Bergpass ist bekannt für die Mathilda. Wenn wir ein gutes Team haben. Bringt uns nichts. Da fahre ich nur hinterher. War ja letztes Mal so, gestern oder so. Wohin sagst du? Da sind wir doch auch Bergpass gefahren mit der Mathilda und wir sind einfach nur hinterher gefahren und bis wir am. Und dann ging nichts, ja. Genau, und da hatten wir dann nur noch. Ja. Alles voll mit Null. Master Splinter has given us the most important mission of all. We can't fail him. Oh, ich bin doch ganz engagiert. Ich könnte noch mehr als null schaffen. Also, wenn es von der Einstellung geht. Ja, jetzt heizt sie schon mal mit 20 hinterher. 21. Und hier vor uns 22. Der Panzer 4 F2, der hier ist, den gab es zum Beispiel zu Weihnachten von Wargaming. Mhm. Ja, diesen hier. Weihnachten verschenkt Wargaming nämlich auch immer Panzer an seine Spieler. Das letzte Mal war es der F2. Hier geht links, okay, ich bin. Ich euch auch mal hinterher. Mal Schneipi über die Brücke da zu machen. Vielleicht bin ich ja gar nicht gesehen. Der dicke T1 Heavy, unser Top Tier Heavy, der ist hier auf dem Weg. Aber du bist es offensichtlich aufgegangen vom 38 NA. Junge. Hetzer, der muss mich hier unbedingt anheizen, dieser Tornado.
Also ein Geduldsspiel. Das ist richtig. Nicht, der trifft gar nichts hier, meine Lichtschütze. Ja, jetzt ist halt die andere Runde. Geht 1-7, na also. Deswegen sage ich ja, die vier Spiele am Stück, die müssen auch nicht automatisch gewonnen werden. Weil hast du auch schon vier, jetzt wird halt die fünfte, kann auch sein. Das weißt du am besten. Sehr viel mal Schaden, allerdings kommt hinter mir rechts auch die Gegner rein. Deswegen, da kannst du halt nichts machen. Ich habe jedenfalls fast einen Kill gehabt, fast. Das Video will ich mir nicht angucken, das langweilt mich. 2-13, naja. Ui. War wohl bisschen der letzte. Mohikaner. Immerhin lang gelebt hast du, das immer ein gutes Zeichen. Und ein Kill. Nicht persönlich gemeint. Zerstören sie ihn so. Auch besser als ich, also erfolgreicher, ja. Er hat einen riesen Abpraller, glaube ich. Und wir waren tatsächlich 2, 3 und 4, also wir waren wirklich nicht nur schlecht, das ist schon so. Und ich habe immerhin 12.000 Credits wieder verdient, okay. Ist auch wichtig, aber ich glaube, das kann die Mathilda auch, da braucht man nicht diesen Panzer verfahren. Schaden abgewehrt 270, ja. Wie war es denn finanziell bei dir ausgegangen? Hast du was verdient oder hast du Minus gemacht? Ja, ich habe plus 5.177. Aber mit Normalkonto nicht zu vergessen. Ach stimmt, das habe ich auch nur gehabt, eben normal konnte. Ja. Wie viel habe ich denn noch? Bis zum Erforschen nochmal. Ah ja gut, das sind ja 11.000 und 15.000. Das dauert noch. In der Geschwindigkeit dauert es noch. Unsere Serie durchbrochen. 5 Gefechte, 4 Siege. Aber dafür habe ich jetzt überall Pfeil nach oben. Also dahingehend sieht es doch gut aus. Mit der Mathilda besetzt. Die ist halt ein Schnuckelchen, das muss ich schon sagen. Jetzt habe ich öfter mal versucht, fremd zu gehen die letzten 3 Runden und das war niemals gut. Wie kannst du? Niemals gut. Also. Du brauchst eigentlich gar keinen anderen Panzer entwickeln, Stefan, lass das sein. Du hast schon deinen Zielort auch gefunden, das ist alles gut. Genau, das passt. Ich klebe mir dann einfach nur einen 10er drauf, irgendwo ein X. Ja, dann reicht das. Mein Mathilda X. Erstmal von der Seite. Ja. Trotzdem mag ich ungern direkt in die Stadt fahren. Man bleibt doch hier auf dem Ding. Nö, ich fahre wieder außen hin, wie die Jagdpanzer auch fahren auf die Nullerlinie. Bis dann über die Entfernung und treffe dann auch. Aber die andere Mathilda kommt auch mit euch, also ihr seid nicht allein. Ich schon, aber mir ist egal. Mathilda ist es auch egal. Meine Mathilda hat nämlich Haare auf den Zähnen.
ein Stück zurück. Driver down. It can't be too difficult to drive this thing. We hit their armor. Enemy is hit. Where'd that shot go? Wieder abgeprallt. Party. Aber irgendwie können wir keinen rausnehmen hier. Wisst ihr ja auch nicht, sind ja viele da und unser Angriff läuft ja auch über die Nullerlinie zwar langsam, aber der 3J, der steht vor mir da, der ist irgendwie voller Hoffnung und neben mir kommt noch ein 4 Diesel hinterher auf der rechten Seite, der lässt mich im Staub stehen. Und ich sehe nur einen gegnerischen Lux. Na gut, es ist noch einer in der Mitte, der fährt über die Wiese. Da kann man dann sehen, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist. Da kommt der zweite Lux, das ist mit denen, sind die ein Zug? Nö. Oh, Zufallswaffenbrüder. So. Der Stuck von Lennart, der war mutig, ist einfach eingefahren in meinen Schuss. Ja, mutig oder dumm ist die Frage. Ich bin jetzt übrigens rausgenommen worden von zwei Luchsen und noch einem dritten Gegner, weil irgendwie trotzdem ich am Rand der Karte stand, haben die mich trotzdem ins Kreuzfeuer genommen. Mit drei Luchsen bei dir sogar. Mit drei Luchsen, genau, ja. Muss ich mal hier weg, weil sonst kommen die von hinten, dann erwischen mich mal von hinten. Das kann ich dir gleich sagen, ja, das ist auch nicht schön. Wenn die da zu dritt kommen und dann von rechts und links und überall und genau. Enemy armor is hit. Penetration. Komm noch einmal vor. Noch einmal vor du. Enemy armor is damaged. Enemy struck down. Ich habe das Gefühl, die kommen gleich von hinten, deswegen drehe ich mich mal um. Ich bin halt vorne mit drei Luchsen gleichzeitig bei uns in der Base stehen und in 35 Sekunden gewonnen haben. Die Frage, ob die so koordiniert spielen ohne Zug, aber rechnerisch geht das schon. Alle da oben. Jetzt alle auf der 9er-0er Linie, da zumindest die 4. Warte mal hier. Das ist jetzt blöd. Mhm. Ich bin hier drin. Und von beide Seiten kann irgendwo ein Lux sein. Mhm. Gut erkannt, genau. Und das ist ein SU-85B. Der kann dir auch 160 Schaden pro Treffer machen. Penetration. Gut, der kann aber auch tot sein mit dem zweiten Hit. Sehr gut. Das war zwar nicht du, aber trotzdem gut. Jetzt zu. Ah, links ist der zweite Lux, der direkt schießt.
Jetzt bin ich draußen. Auch wenn ich für Aufklärung nur ein paar Punkte bekomme. B40 ist das Schwesterfahrzeug zu deinem M8A1 aus Amerika. Mhm. Noch eine Matilda mit 3. Sieht interessant aus von der Farbe her. Guck ich sie auch mal an. Aber die Luchse, naja, wenn die jetzt koordiniert kämpfen würden, die Luchse. Von der Seite, bis der sich dreht und alles, also. Er hat die Normandie-Tarnung oder die D-Day-Tarnung. Mhm. Ja, vor 2-3 Jahren irgendwann mal frisch ins Spiel gekommen. Diesen Mohnblumen drauf. Hm. Oh. Und draußen ist er. Haben wir noch Birch Gun? Was ist das für einer? Auch noch nie gesehen. Die englische Art-Team, ja, die gibt es auch echt selten. Hm. Die auch leider gar nicht gut ist. Also was sie allerdings kann, sie kann den Turm 360 Grad drehen, das Geschütz hat in dem Fall, ja. Außerdem kann sie auch diesen Lux im Vorbeifahren mal treffen, aber der hat ja noch über 400 AP. Ja. Bringt also nix. Dann bleibt nur noch der Hector und der ist auch weg. 12:15. Ja. Das war zumindest ein knappes Gefecht, auch wenn ich früh raus war. Du wolltest ja unbedingt da oben hin. Absolut. Ich habe eine Entscheidung gewollt und habe auch eine gekriegt. Ja, das ist tatsächlich ein richtiger Punkt. Also hätten wir natürlich länger als Zug zusammengespielt, dann... So, Rücken an Rücken, weißt du? Hätten wir 360 Grad Abdeckung gehabt, gefühlt. So, also ich habe Richtschütze, habe ich. Und Wirkungsfeuer, okay. Schade. Und Dritter. Okay. Take your professional, personal gum offer. Das heißt, das ist das Geschenk. Ich muss darauf klicken, ich muss mein Geschenk abholen. Das stimmt. New Vehicle Deal is waiting for you. Da gehe ich mal rein. Denn das ist auch das Gratis-Geschenk. Mal gucken, was ich heute bekomme. Ich darf den AMX 1357 kaufen, brauche ich nicht. Habe ich schon zweimal. Kiste Cola habe ich bekommen, was ist das? Das ist die Verbesserung, die der Schokolade entspricht im Deutschen. Mhm. Die tunt eine amerikanische Mannschaft um 10%. Die sind dann so motiviert, dass alle Werte 10% hochgehen. Und wo kann ich das machen? Beim Lager oder wo mussten die denn? Ja, die kannst du. Ich habe eine Lackierung für Japan gewonnen. Die kannst du bei der Matilda zum Beispiel mal eins. Ach nee, dann bringt das nichts, weil es ja ein amerikanisches Teil ist. Also brauche ich die Cola da. Die Amerikaner haben Kaffee und Tee. Die Engländer haben Kaffee und Tee. Das kannst du einbauen. Als Motor. Dual, genau, du hast ja 3 Consumables da drinnen, nämlich die kleine Reparaturkiste, große und den Erste-Hilfe-Kasten. Oder vielleicht hast du dich anders entschieden, dann kannst du eins davon rausnehmen und dafür dann deinen Kasten Cola einbauen. Oder eben in dem Fall für die Matilda die englischen Sachen, Kaffee und Tee. Heißt das Paket. Okay. Kostet 20.000 pro Runde. Also statt Feuerlöscher zum Beispiel. Ja, genau, zum Beispiel, den machst du raus. Du kannst Kaffee und Tee einbauen, dann kannst du auch sehen, jetzt Pudding in den technischen und Tee. Daten. Pudding und Tee, genau. Ja, oder so heißt es, genau. Ja. Dann machen wir dann das kannst doch du sehen, jetzt, dass die Balken alle länger werden von den technischen Daten des Fahrzeugs. Ja. Aber es kostet dich ja 20.000 pro Runde. Also völlig uninteressant, weil da fährst du noch nie rein. Ich probiere es jetzt einmal, komm. Jetzt genau, Pudding und so. Tee, da schaffe ich das. Leute, ihr müsst mir einfach mal vertrauen hier.
Der Mausakrobat und der Mailand, die fahren das angeblich immer und die spielen damit auch immer wieder finanziell Gewinne ein. Ah, jetzt, Und jetzt ich bin mache ich auch zu dem 16 Schluss, wie der Kills. Thomas gekommen, für mich rechnet sich das auch nicht. Also ich mache 16 Kills Also. und dann passt es. Ja, genau, also dann würde ich es auch unterschreiben. 16 Oh, Kills, also alle Gegner plus die Fahne noch. Ich schieße auch noch ab. ja, plus unsere Artillerie ins Wasser geschoben, weil die mögen wir auch nicht und dann hat sich erledigt. Genau. Jedes darf man nicht machen, Artillerie und Teamkollegen ins Wasser schmeißen, da wird man blau für und bestraft. Fange ich mal den KV-1 SA hinterher. Das stimmt, Junge, auch gesagt, wir wollen zusammenfahren, fahren wir zusammen, also auch wieder weg. Da. Voll Gas, es gibt nur einen Gas. Gestern kam im Fernsehen Manta Manta. Da fühle ich mich gleich da reinversetzt hier. Weil Ma habe ich ja schon. Oder Matt. Ja, genau. Manta Manta. KV-1 kommt auch noch, der normale. Aber wir haben gute KV-1-Fahrer, ne? Und die 1 Heavy hat auch gute Abzeichen, also. Das ist ein echter KV-1, weil es ein SA ist. Weil er ist sicherlich schon beides sind gut. Dahingehend kann man davon ausgehen oder hoffen, dass da hier was geht für uns. Außer die sind gleich Doch, weg. Das hoffe ich natürlich auch. Der SA ist von der Panzerung ein bisschen weicher als der normale KV-1, aber ich glaube, der kann dafür zum Ausgleich eine größere Kanone tragen. Mit mehr Schaden. Und mehr HE-Schaden auf jeden Fall. Vielleicht auch stärker als der KV-1, weil das Gesamtpaket irgendwie. Bist wieder weiter weg? Zumindest angenehmer ist. Schau mal, die Kaffeemaschine ist aber gleich fertig. Achso. Die ist gleich soweit. Ja, genau. Drehen wir doch mal um und fahren da hoch. Und die brauchen da auch Hilfe. Mal gucken, ob man da was machen kann hier. Genau, ich fahre mal rechts hoch. Rechts vor links heißt das ja im Uhr, da kommt der Churchill 1. Kennst genau. du den Churchill 1 schon? Nee, kann ich nicht. Gleich mal testen. Das ist nämlich Nein, gleich musst der du erstmal hier den erforschen. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist auf dem Weg. Den musst du in der Unterplatte treffen. Wir haben ihn zwischen den Ketten. Okay, genau, der hat schon einige Löcher. Aber er schießt immer weiter. Junge. Also der erste Matilda ist raus, das bin aber leider ich. Junge. Enemy armor is hit. Enemy armor is damaged. We hit their armor. They damaged. Ja gut, wir haben Kreuzfeuer natürlich auch mit direktem Visier quasi von beiden. Das kann man im Replay sehen. Nur ein Churchill mit 3 HP, genau, du musst ihn unten rum treffen, genau, hast du auch gut gemacht. Jetzt musst du beurteilen, ob der jetzt ein schwieriger Gegner für dich war, aus dem Sonnen KV-1 SA für dich da. Ich bin noch nicht draußen. Nee, ich wollte gerade sagen, du bist noch dabei, du hast auch noch mehr HP als der SA. Da war Hilfe, genau, ja, super, aber zu vereinten Kräften ging das. Da ist noch der SA. Auch den nimmst du, bist Profi, du bist schon besser, auf jeden Fall. Super gut, 2 Schuss, 2 Kills habe ich jetzt bei dir gesehen, total gut. Super, yes. Und Normalmunition. Ja genau, günstig war es nur dazu. Der ist mit Thomas, Thomas gibt vor, der ist mit seinem Medium schneller als du, natürlich. Und das macht ja nichts.
Haben wir noch nicht verloren bei 10 zu 6. Naja, obwohl. Wir verloren noch nicht, das ist richtig. Da habe ich sogar meine Mission geschafft, weil der Churchill da lag. Ohne Kette. Achso, musstest du ihn ketten? Das auch und einen, der bewegungsunfähig ist, rausnehmen. Ah ja, genau, ja. Wo Schaden nur 430 gemacht, abgeprallt 110 und Unterstützung 119. Ja, aber es ist kombiniert schon mal gut. Ketten gezogen, Schaden gemacht. Alles gut, zwei Kills hast du auch. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine verlorene Runde ist. Nee. Sah gut aus. Ach, die Mathilda ist zwar langsam, aber. Wenn die jetzt noch die Geschwindigkeit von einem Lux hätte, wäre es, glaube ich, mein Traum. Ja, auch meiner, ja. Und der M4A1, der bewacht hier irgendetwas. Weil ich würde sagen, wir sind im Endgame, oder? Mit LP7. Was denn? Das ist ja schon ziemlich Endgame, glaube ich schon. Ja. Das könnt ihr mit den Gegnern zusammen machen. Der Hetzer hetzt, wie man sieht. Also da musst du aufpassen. Habe ich schon eingenetzt. Da ist nochmal ein Hetzer. Das ist der. Ich habe nur einen, aber der ist doch gut. Der geht jetzt langsam zu Ende, immer weiter, genau, super. Schönes Gemeinschaftswerk mit dem S1 SA. Gebounced und wieder. Jetzt bin ich weg. Der ist 30. Ja, aber der hat auch 12 gekostet. Das war jetzt blöd, unnötig, aber ich habe da hinten einen gesehen und dann habe ich nicht mehr gerade geguckt. Ich finde, die anderen können ja auch mal was machen, ne? Ja. Du kannst ja nicht jede Runde gewinnen, auch wenn du schon läuft, der jetzt guten Einfluss hattest, aber. Das ist ja auch den Medium. Pfeife. Wie bitte? Ach, der T1 Heavy, das ist eine Pfeife. Wieso, was hat er gemacht? Der Obo drin, da gehört überhaupt nicht hin, das ist überhaupt nicht sein Gebiet. Der steht vier Kills hat er. Aber vier Kills hat er und er hat auch Elite Level 355 schon. Deshalb konnte er trotzdem nichts. Und da ist wohl jemand mit dem Mitspieler nicht einverstanden unter. Bisschen Kritik habe ich jetzt aus deinem Kommentar rausgehört. Ja, weil vor allen Dingen er fehlt woanders. Er hat sein Kampf natürlich falsch eingesetzt. Das ist das Problem. Geht nicht darum, was er vielleicht hier oben gekonnt hat oder was er hingekriegt hat an der Stelle. Es geht darum, dass sein Kampf an anderer Stelle. Viel sinnvoller wäre, okay. Dafür haben wir jetzt den KV-1 SA, der macht's wieder platt. Oder auch nicht. Diese F30, den ich ja vorhin auch gespielt habe, aber meine Runde war nicht so gut wie seine. Jetzt seine ist wirklich ordentlich. Und bei den Jagdkeiler, der kommt von hinten. Wäre ganz gut, wenn der M4A1 auch ein bisschen mitspielt. Ja, das Problem ist halt. Der kommt im Moment in Ticken zu spät. Schade. Aber der fährt ohne Tarnung, sehe ich das richtig? Ja. Das ist richtig, ja. Das ist der Jagdkeiler. Garantiert auch ein Maus-Akrobat-Fan. Du, der spart mit dem fährt der Maus gerne. Nö, das ist eben. Der hat ja seinen zweiten Account auch ähnlich genannt und dann gibt es da dann tatsächlich mehr Accounts von, die so heißen. Also, Maus hat schon mal mindestens 3 oder 4 Accounts.
Tanken, glaube ich auch, ja. Genauso ist das bei Mailand und genauso ist das bei, na, wie heißt der Kleine, der Freddy? Ja. Oder bei Asum. Also das kannst du alles knicken. Damit können wir uns auch überhaupt nicht messen. Das ist eine ganz andere Welt. Das ist richtig, glaube ich auch, ja. Noch. Aber ich sag mal, bei denen ist es sicherlich auch die Hardware. Mein PC ist tatsächlich 11 Jahre alt und der läuft halt auch wie ein alter 386er. Und wenn die natürlich PCs haben für 3.000-4.000 Euro, dann laufen die auch mit 400 Frames. Ja, mit denen ich jetzt endlich einen neuen DSL anklopfe. Deine Grafikkarte ist das Problem, verstehst du? Ja, natürlich, genau, ja. Du brauchst das, kommt noch dazu. Du brauchst eine wassergekühlte, oder wenn du das nicht hast, dann bist du nicht dabei. Und dann arbeitest du ja auch dann mit 2 oder 3 Bildschirmen. Ja. Ja. Und dann ist das alles ein bisschen einfacher, ne? Na, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Ja, gut. Die spielen auf einem. Aber die. Spielen auf einem 22 Zoller und dann ist das natürlich anders, ja. Ihr habt natürlich schon hier nur auf einem Monitor das Gefecht nehmt, dann ist ja nur für die Aufnahmen. Das ist richtig, ja. Ja, die haben aber mindestens, also ich weiß es definitiv von Mailand, der drei Monitore, ja. Und der sieht auf dem einen das, was wir so sehen auf dem Bildschirm. Mhm. Dann sieht er auf dem anderen rückwärts. Das heißt, er kann rückwärts fahren und zieht trotzdem vorwärts, ja? Ja. Und geht dann alle am nächsten halt die ganzen Daten stehen, ja? Wie kann er das sehen auf beiden Seiten? Ich habe keine Ahnung, wie das alles geht. Da. Wahrscheinlich mit Mod oder so. Ja, die Jungs kennen sich da aus und was die da alles haben an Technik. Ich glaube jetzt würde ich mal behaupten, verlieren wir. Ich glaube, dass der G28 gegen den Jagdteiler gewinnt. Obwohl er ein bisschen mehr Struktur hat, aber ich glaube nicht, dass. Ich glaube, da ist der Spieler. Ja, oh, das ist jetzt auch ein One-Shot auf der anderen Seite. Jetzt hat er, glaube ich, zwar verpasst, aber lädt schneller nach und er hat ihn auch beschädigt, aber nicht genug. Da habe ich doch richtig getippt, ne? Ja, der ist nicht clever gewesen. Mensch, da habe ich so eine tolle Runde mit so vielen. Das hätte mir echt gute Punkte gegeben. Das stimmt leider, das kommt noch dazu, ja. Bei der Niederlage ist halt alles. Das ist ein ärgerlicher Punkt, ne? Wenn du irgendwie die Runde gewinnst, kriegst du trotzdem 100% XP obendrauf. Mhm. Naja. Ich muss mal den Auftrag abgeschlossen, sehr schön, ein bisschen Geld. Oh, hab ich schon wieder. Was habe ich da bekommen? Leo-Medaille, okay. Wirkungsfeuer und okay, das. So, das heißt, ich kann gleich mal eine Teamauswertung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Platz. Okay. Na, guck mal, das war schon keine schlechte Runde, ist doch klar. Mhm. So, Kampagnen. Die 5, da fehlt mir sogar was. Okay, was fehlt mir bei der 5? Überleben. Warum auch wir dann überleben? Ja gut. Ja, siehst du, der Jagdteil hat keine 1000 Gefechte, 55% Siege. Also das ist schon kein ganz schlechter Spieler, das muss man schon feststellen. Mhm. Also bei allem Respekt, das ist okay. Es hat auch Panzer, die laufen nicht. Zum Glück. Also das sind nicht nur wir, wo Panzer drauf sind, die nicht laufen. Ja. Gibt es zum Glück auch bei anderen Accounts.
So, mal gucken, was haben wir denn? Den Matilda, ja, finde ich gut. Ich habe jetzt endlich mal einen vernünftigen Orden eingestellt. Den General Snow weg. Jetzt habe ich nämlich da den Orden eingestellt, dass ich immerhin schon das Stück 4 besitze. Und aus dem Kampagnenmodus. Wie funktioniert das mit den Orden? Naja. Was denn? Kriegt man die Orden oder wie kriegt man die Orden? Oder? Die kriegst du laufend. Da können wir dann gleich auch mal bei dir reingucken, ob du vielleicht auch schon irgendeinen gewonnen hast, ja, den du da einstellen kannst. Hatte doch schon ein paar. Ich wollte gerade sagen, das kann, ist gar nicht wichtig, aber ich mache das jetzt trotzdem so. Jetzt wissen nämlich alle, ich habe da die 1 nämlich stehen. Das siehst du jetzt neben meinem Bad Luck Namen 1 da. Da steht ja jetzt dieser Rhombos da. Mit der 1 steht dafür, dass ich das Stück 1 schon gewonnen habe. Es sind alle anderen mächtig beeindruckt. Sehe ich nicht, weil wir stoppen schon ins Gefecht. Ach so, dann aber jetzt. So, die Folge stoppt und Livestream geht weiter.